Ja, Leute, was geht? Ich bin unterbrochen worden, mein Herz. Au. Mittlerweile hat die liebe Kelly Popelli. Hallo. Was geht? Waffe, Bande. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Kelly, mach dich mal ready, Alter. Wir haben lange kein Fortnite mehr gespielt und du hast jetzt sehr in der lange Zwischenzeit extrem viel geübt, wie ich mitbekommen habe, ne? So viel, ich glaube, man kann gar nicht mehr üben, als ich geübt hatte. Also auch die neue Season und so, mit den, das ist der Wahnsinn, absolut alles schon erkundet. Ja, ja. Genau. Würdest du sagen, dass du tatsächlich jetzt einer der Top 10 weltweiten Spieler bist? Top 5. Top 5 sogar, okay, ja. Das ist krass. Kelly, wir gehen direkt mal nach Paradise Palms, ja, dem neuen Landing-Spot, okay, den du sicherlich schon zu Genüge kennst, oder? Absolut, also da kenne ich gut, ich würde sagen 3, 2, 1 und raus, Kelly. In deiner was? Ich will gar nicht das wissen. Das finde ich jetzt aber voll gut, dass da so Strahlen hochkommen, damit man siehst, genau sieht, wo man hinfährt. Ja, warte mal, dann lass das hier machen, in der Ecke da hinten, da der rote Strahl, da landen wir. Ah! Oh mein Gott, ich bin down, Kelly. Biatch. Hol ihn, der Kelly, er ist da! Ah, was? Ich hab ihn nicht gesehen. Wollten wir gewinnen? Ich glaub nicht. Thomas, ja. Magst du mir unbedingt einen Red Bull holen? Ich brauche jetzt eins. So, Kelly, jetzt weiter. Nee, ich brauche jetzt Doping. Für die Haare, nur für die Haare. Irgendwann später. Nee, du, ich hab mich selbst jetzt gerade umgebracht, weil bringt ja nichts ohne dich, ne? Deswegen, ja. Ich trinke jetzt erstmal einen Soße. So, raus jetzt hier, komm, auf geht's. Ja? Straight up nach unten, Sturzflug, Kelly. Und dann rüber da vorne, schön in das rote Dörfchen rein. Ja? 12 Kisten in diesem ganzen gottverdammten Kaff drin. Komm einfach mal zu dir. Get fucking hell, fuck you, Scheiße! Hurenkind. Oh, Entschuldigung. Du hast mich gerettet. Siehst du die Verbände vor dir? Ja. Die nimmst du jetzt? Okay. Dann geht's dir gut. Okay. Mir geht's einfach wieder doll. So, hier vorne war noch irgendwo ein Spieler, Kelly. Den holen wir jetzt noch. Okay. Ich hab einen Sniper. Ich liebe Sniper. Bist du das? Wo kommt es her? Hab den Typen schon down. Ach, echt? Oh. Schön. Ja, die haben beide gar nichts gemacht, also ich weiß jetzt nicht, die sind beide nur rumgelaufen irgendwie. Okay. Ja, alles gut, komm her. Sehen die doch schon mal sehr viel besser hier. Ich glaube, du bist jetzt auch eingespielt. Ich glaube, du bist jetzt auch einfach gerade. Ja, also jetzt bin ich, glaube ich, an dem Moment, da sage ich einfach, hey. Wir werden unterwegs sicherlich den einen oder anderen gefährlichen Opponent antreffen. Ja, vorne bei der Tankstelle immer vorsichtig sein. Vielleicht haben wir auch das Glück und finden uns gemeinsam ein wunderschönes Auto für eine geile Roadtrip gemeinsam. Ja. Toll, das wäre so schön, romantisch. Wir könnten auch hier vorne den Raft nehmen, aber ich verzichte jetzt erstmal drauf, weil wenn man diesen Raft nimmt, sieht man nämlich immer in der Luft, wo die Leute sind und das ist dann ziemlich anstrengend. Ja. Ich würd sagen, wir bewegen uns hier ganz leise, wie Echsen, Kelly, wie Echsen. Ja. Echsen bewegen sich leise? Im Regelfall schon, ja. Guck mal hier, das große Kamel. Oh, guck mal, süß. I shoot you. Ist da eine Kiste drin? Ja, geil. Möchtest du das nehmen? Wow, Schildtrank. Hier, Kelly, ein Apfel, isst den Apfel. An apple a day keeps the Krankheit away. Yay. Ich hab noch einen gegessen. Sehr gut. Apples are healthy and good for the health. Apples are super dupy. Das ist mein Motto. Eat them apples. Bevor it grappelt. In dem Fall solltest du auch ein paar Äpfel essen. Wir bewegen uns ganz vorsichtig, wie Mäuschen, wie ein Mäuschen. Bewegen wir uns weiter vorsichtig vor, ja. Nicht so weit vorlaufen, ja. Immer die Augen aufmachen. Da oben, da unten sind nämlich zum Beispiel schon die ersten Gegner jetzt direkt vor uns. Hier vorne rechts. Echt? Läuft gerade die Rampe hoch. Ich weiß nicht genau, was hier vor. Wahrscheinlich nutzen die gerade einen Jumppad. Oh, vorsichtig, da war ein Rift, den sie genutzt haben. Okay. Die teleportieren sich gerade irgendwo hin. Da ist ein Schiff oben? Die haben sich verfahren. Ist es deins? Du bist ein Wikinger. Ich bin ein Wikinger, aber auch ein Wikinger. Das ist aber was ganz anderes. Ach so. Da vorne sind übrigens Gegner. Bist du bei? I shoot them with my sniper. Not yet, please. Okay? Ich habe doch eine Sniper. Ja, aber erst, wenn die stillstehen, weißt du? Da sind richtig viele. Ah, die killen sich mal gegenseitig schön hier. Ja, hallo. Ja, Kelly, das ging auf jeden Fall gehörig in die Hose beidseitig. Entschuldigung, ich dachte, ich habe den Kopf getroffen. Barrikadieren sich richtig ein, die haben Schiss vor uns, wa? Ja, sowas schon. Nö. Ja, ciao, Kakao. Die Penner. Hinter uns, Kelly, hinter uns. Hier vorne pusht jemand. Oh. Ey, Mann, wie ich das hasse, wieder gesandwiched zu sein, Digga. Ja, wieder 10 Teams auf einmal, Alter, Mann! Dammer!
Dazu sage ich nur. Warte. Hey, das ist doch nicht wahr, Alter! Okay, Kelly, also, wir landen jetzt gemeinsam in da. Da unten wieder, in der roten Stadt, okay? Okay. Spring am besten noch nicht raus. Ich sag dir genau, wann du raus kannst, okay? Okay. Warte, Kelly. Ja, der Wind steht super, ich sehe es gerade hier. 3, 2, 1, raus! Ich dachte, ja, hieß schon raus. Ach so, ja, nee, da, zu dem Zeitpunkt stand der Wind auch ganz gut, also es passt. Ach so, ja, super. Das ist ganz schön, weil wir haben da eine Menge Loot und vor allen Dingen auch eine gute Chance, diesen ganzen Loot zu erhalten, denn das unser restliches Team ist komplett woanders. Wenn wir jetzt Glück haben, Kind, das Ding jetzt hier noch holen, ja? Das wäre natürlich super, oder? Das wäre natürlich, wär natürlich eine Fünferreihe der Gewinnungen. Das regt mich wirklich gerade auf, diesen Sandwich, ey. Das ist einfach nur belastend, wirklich. Ich finde Sandwiches auch sehr belastend. Ja, so viel Mayo drauf und so, weißt du, das ist... Ja, das ist einfach... Warum sind denn in diesen Häusern die Treppen da irgendwie... Das haben wir umgebaut. Ich hab so viele Drinks gefunden. Du willst 100 Likes mehr? Nee, ich will 100 Nike Air. Check mal deinen Scheiß, der ist nämlich einen. Was ist der Wert? Einen? Dreck? Nee, ein Hundescheißwert. Muss man wissen als echter Red-Fan. Als echter. Ja, der kommt in meinem neuen Song vor. Der Abo? Der gute Mann, ja. Bist du großer Fan von ihm, von seiner Arbeit? Ich bin sehr groß. Also bei Fortnite ist echt super bei ihm, ne? Also da kann man nichts sagen. Einwandfrei. Was ist denn dein Lieblings-Fortnite-Spieler? In Deutschland so? Turmwaffe. Ich nehme an, du hast dich da versprochen. Ja, ach so, wird der Sturmwaffel LP, wird da geschrieben, glaube ich. Ne? Hier sind einfach zwei Chuck-Chucks in einer Kiste, what the f***. Gut, Kelly, wir müssen auch schon in die Zone jetzt gleich, ne? Echt? Naja, es ist eine Zeit, Kelly, ja. Da muss man auch mal dann sich auf den Weg machen. Einfach wow, mal... da schwebt ein Auto in der Luft, guck mal. Oh. Auf den ich gerade zulauf. Ach so, ja, das haben sie, das ist, ja. Mhm, das ist so ein Feature. Ja, oder? Ja. Muss ja sein. Ja, muss ja sein, oder? Also, kann ja gar nicht. Kann ja nicht, ja. Komm mal her, Kelly, ja. mach mal keinen Blödsinn hier, komm mal mit mir. Hier, okay, so. Ich habe kurz überlegt, mich... umzubringen? Nee. Nicht jetzt vor dem großen Kampf, nicht vor deinem großen Tag, damit du jetzt endlich mal heute zeigen kannst, was du so drauf hast. Okay. So, wir holen auch gerade richtig schön auf, wenn ich gleich das Glück habe und es nicht leckt und ich den Sniper finde, ja? Dann könnte der ein oder andere Headshot sicherlich da folgen. Bauen ist nach wie vor eine meiner größten Stärken. Wenigen Stärken. Genau, da bin ich jetzt auch direkt wieder runtergeplumpst. Ja, wieso sollte man Kelly, auch ja, es wäre also glaube ich echt hilfreich, wenn du jetzt auch tatsächlich einfach zu uns kämst an der Stelle dann. Ich habe keine Materialien mehr. Gut, ich komme dann später nach. Ja, das hat mich gefreut, euch alle kennenzulernen. Ich bin dann mal tot, würde ich sagen. Achso, nee. Alles macht gut. Aber nichts, weil... Die Zone ist ja noch nicht da, alles in Ordnung so. Kelly, was machst du da gerade? Nur mal so reine Interesse. Das ist meine ganze eigene Strategie, die ich hier... Mit der großen Treppe, ne? Gut, ich versuche gerade Menschen zu finden. Wow, 29 steht's, ist natürlich wichtig. Wo seid ihr denn alle? Ah, da bist du! Mensch, das ist doch super. Kelly, kannst du mich ganz kurz hochziehen? Kelly, hier schnell, komm her. Bleib einfach okay. Da, ich falle hier runter. Hier, komm mal her. Okay, wow. Shit, what is happening? Kriegen wir alles hin. Hast du eine Sniper zufällig? Wie sieht eine Sniper aus? Dann ist schon okay. Alles gut. Wo sind die denn alle? Ah, da. Uns. Ah, ich hab sie getroffen. Oh mein Gott. Das ist halt echt stressig. Also eigentlich ist Lex und Sniper eine richtig geile Kombo. Das kann man schon gar nicht anders sagen. Wie sind die denn weiß auch nicht jetzt genau, auf die andere Seite gekommen? Ja, irgendwie, ich knock sie ja alle, aber irgendwie, also... Ach so. Will der nicht verarschen? War das einer von uns, ja, der das gemacht hat? Nein. Das war einer Kelly, hast du Sniper-Munition? Nee, hab ich nicht. Boah, einer von uns ist richtig mutig. Der ist dazwischen den richtig am Hasseln, ne? Ja, wollen wir da auch mal rüber? Ich meine, ich hab noch keinen einzigen Kill. Ich hab nur 6 Leute bis dato gelockt oder sowas. Aber die werden dann immer wieder hochgezogen von irgendeinem Random. Macht voll Spaß, die von hier hinten abzuknallen. Wow! Okay, let's go. Boah, wie viele Sachen... Ah, du bist ja schon da ganz vorne, sag mal. Tja, interessant. Hui!
Digga. Soll ich mich mal so teleportieren? Oh, ich bin down, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Warte, ich komm nicht heilen. Ich bin direkt hier. Ja, du musst ihn jetzt schnell hochziehen, Kelly. Ah! Schnell, schnell. Ja, oh mein Gott, Kill habe ich gemacht. Was ist das denn? Extrem dämliche Runde, also die 6 Leute, die ich genockt habe. Ja, war stark, Kelly. War auf jeden Fall, eine absolut geile Aufnahme. Auch auf jeden Fall absolut epischer Sieg. Ganz toll, Kelly. Ich bin froh, dass du es ins Pro-Team geschafft hast. Epische Schaut auf jeden Fall bei Kelly vorbei. Muss ich sagen. Ja. Macht's gut, dann, ja. Auf Wiedersehen. Tschüss.